Die letzte Woche stand im Zeichen von folgenden Themen. 15.06. Waldbrandgefahr, Präventivmaßnahmen auf den Kanaren, 16.06. Rekorde im Flugverkehr der AENA, 17.06. FTI-Pleite, aktueller Stand, 19.06. Puerto Naos, Wege zur Normalisierung, 22.06. Hoteltour im Mur Neptuno in Playa del Inglés, 23.06. Schwarze Flaggen. Das meiste Interesse haben sie bisher an der Hoteltour und an der aktuellen Puerto Naos-Situation gezeigt. Bin gespannt, was es in der nächsten Woche an Neuigkeiten auf den Kanaren gibt. Wünsche allen noch ein schönes, sonniges Wochenende. Bis zum nächsten Mal. PS: Wie immer folgen nun die Kurzvideos zu den Themen der vergangenen Woche. Waldbrandgefahr. Rund 1450 Feuerwehrleute nehmen am Notfallplan für die Waldbrandgefahr teil. Sie sind seit letztem März in einer Voralarmphase aktiviert. Die Bürger werden zur Zusammenarbeit bei der Prävention aufgefordert. Diese besteht darin, in den Bergen der Kanarischen Inseln äußerste Wachsamkeit zu üben. Manuel Miranda meint, wir stehen vor einem sehr schwierigen Sommer, in dem die Wahrscheinlichkeit eines Großbrandes größer als im letzten Jahr ist. Daher ist wichtig, so schnell wie möglich zu reagieren und zu versuchen, jeden Ausbruch in den ersten Stunden zu stoppen. Manuel Miranda ist Mitglied der Coalizione Canaria und Minister für Territorialpolitik, territorialen Zusammenhalt und Gewässer. Es gilt, eine spezielle Präventionseinrichtung zu schaffen, um die Löschung von Waldbränden zu reduzieren. Daher wurden etwa 1450 Feuerwehrleute, 174 Landfahrzeugen und 18 bemannte Luftfahrzeuge für den ganzen Sommer mobilisiert. Die Kanarischen Inseln erleben eine Periode saisonaler Dürre, die mehr als 10 Jahre andauert und über mehr als 24 Monate ungewöhnlich hohe Temperaturen anhäuft. Die AENA. Die AENA ist eine spanische Aktiengesellschaft, die sich mehrheitlich im Staatsbesitz befindet und inländische und ausländische Flughäfen betreibt. Passagierverkehr. Die AENA-Flughäfen verzeichneten 28,2 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 11% im Vergleich zum Mai 2023. Davon waren 28.237.562 kommerzielle Passagiere, wobei die Zahl der internationalen Reisenden um 13,1% und die der Inlandsreisenden um 6,7% zunahm. Von Januar bis Mai 2024 erreichte die Gesamtzahl der Passagiere 114.708.138, ein Anstieg von 11,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bemerkenswerte Flughäfen: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 5,68 Millionen Passagiere, ein Plus von 12,4%, Palma de Mallorca, 3,84 Millionen Passagiere, ein Plus von 12,3%, Malaga Costa del Sol, 2,37 Millionen Passagiere, ein Plus von 10,5%, Gran Canaria, 1.094.000 Passagiere, ein Plus von 9,6%, Teneriffa Süd, 976.706 Passagiere, ein Plus von 12,4%. Alle FTI-Reisen ab 6. Juli 2024 werden abgesagt. Das ist das Ergebnis des vorläufigen Insolvenzverfahrens der FTI Touristik GmbH. Alle Reisen mit Abreisedatum ab Samstag, 6. Juli 2024, werden umgehend von FTI storniert. Bisher geleistete Zahlungen von Pauschalreisekunden sind über den DRSF abgesichert. Kunden müssen keine weiteren Zahlungen leisten. Trotz intensiver Verhandlungen mit Mitbewerbern wurde keine Lösung zur Übernahme der Pauschalreisen gefunden. Intensive Prüfung war im Interesse aller Kunden und Beteiligten notwendig. Die Zukunft der knapp 230 TVG-Reisebüros ist gesichert.
Die TVG, Touristikvertriebsgesellschaft, gehört jeweils zu 50% der FTI Group und der Raiffeisen Vertriebs GmbH. Die drei Reisebüromarken der TVG sind Sonnenklar TV, 5 vor Flug sowie Flugbörse. An der Promenade von Puerto Naos werden zeitweise Terrassen eingerichtet. Dies hat der Stadtrat von Los Llanos de Aridane ermöglicht. Ziel ist es, den Bürgern und Gästen, die in das Küstenviertel kommen, einen Raum zum Vergnügen zu bieten und den Geschäftsleuten in der Region Rechtssicherheit zu geben. Der Bürgermeister der Gemeinde Llamas erklärt, dass die Situation in Puerto Naos außergewöhnlich sei und daher auch außergewöhnliche Maßnahmen erfordere. Aus diesem Grund wurde ein Erlass unterzeichnet, der es einem Selbstbedienungscafé an der Strandpromenade ermöglicht, für etwa 3 Monate Tische als Terrasse aufzustellen. Dies ist ein außergewöhnlicher und vorübergehender Erlass. Die Menschen, die uns besuchen, verdienen einen Raum, in dem sie den Strand und die Allee genießen können, und auch die Eigentümer der Unternehmen in der Gegend verdienen Gewissheit, damit sie normal arbeiten können, sagte der Bürgermeister. In diesem Sinne wird klargestellt, dass daran gearbeitet wird, die Gemeindeverordnung zu verbessern, um sie an künftige Ausnahmefälle anzupassen. Es sei daran erinnert, dass Puerto Naos aufgrund der CO2-Situation des Vulkans geschlossen war. Verschiedene Gebiete sind als umweltschädliche Schwerpunkte in Spanien bekannt. Die Portmanbucht und die Sierra Minera. Beide sind aufgrund anhaltender Verschmutzungen aufgefallen und haben zu Recht schwarze Flaggen erhalten. Ebenso das Wassereinzugsgebiet des Mar Menor. Alicante und Valencia wurden für ihre umweltschädlichen Aktivitäten prämiert. In Galicien erhielten in Cangas, Stadtverwaltung und die UTE-Gestion, eine schwarze Flagge für das dauerhafte Einleiten von Abwässern. Auch Xunta in Galicien wurde für die Förderung umweltschädlicher Industrien kritisiert. 3 Schornsteine von Sant Adrià de Besòs in Barcelona wurden wegen Umweltverschmutzung ausgezeichnet. Auch der Strand von Talamanca und die Bucht Cala Xaraca, beide auf Ibiza, wurden wegen Umweltverschmutzung aufgrund einer schlechten Bewirtschaftung mit der schwarzen Flagge versehen. Krebsgeschwür im Paradies. Vor ein paar Wochen habe ich ausführlich von der Vergabe der blauen Flaggen berichtet. Es gibt jedoch auch eine Konträre zu dieser Auszeichnung, nämlich die schwarze Flagge. Hierbei handelt es sich um eine 1999 ins Leben gerufene Kampagne, deren Ziel es ist, die Strände oder Küstenabschnitte öffentlich anzuprangern, die unter Schadstoffeinleitungen, städtebaulichen Eingriffen oder anderen Maßnahmen leiden, die zu einem Verlust der Umweltqualität der Küste führen. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.